Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück bei World of Warcraft mit der guten Sokaris und unserem Bärchen, der jetzt auch einen Namen bekommt. Und zwar habe ich, wie man hier schon das am Leuchten sieht, vom guten Dykes den Namen Winnie Pooh vorgeschlagen bekommen, weil bisher hat sich halt noch keiner in den Kommentaren gemeldet. Deswegen habe ich gefragt, ob er nicht vielleicht so spontan was wüsste. Und aus Witzigkeit habe ich da das dann ein bisschen abgewandelt. Und wir werden ihn... Ich guck mal, ob das so geht. Oder... Ja, das dachte ich mir. Oh, das könnten sie auch mal ändern. Ne? Gut, machen wir es so. Jetzt heißt er Winnie Pooh. Und zwar das Pooh. Eine Anspielung auf den Bärchen Winnie Pooh. Ich weiß, soweit ich weiß, wird das Pooh auch anders geschrieben. Glaube ich. Ich gucke das nicht. Keine Ahnung. Soll auch eher nur eine Anspielung sein und nicht direkt der richtige Name sein. Und Winnie, für meinen Winnie halt, ne? Für meinen Vincent, der Spitzname. Und ja. So, damit hat unser Bärchen auch endlich einen Namen. Und dementsprechend ist jetzt endlich das erledigt, was wir erledigen wollten. So, und damit nochmal ein herzliches Willkommen. Und ja, ihr seht schon, wir stehen hier nicht oben im Holzfällerlager, weil ich hier unten so ein paar Tontests gemacht habe an fremden Monstern. Und deswegen hier sieht man auch, ich habe ein bisschen was aufgesammelt, ein bisschen was gekürschnet, weil ich ein paar Wildtiere für die Tontests, ob die Kampflautstärke und so, ob das nicht zu laut ist, weil das Problem ist leider, wenn ich hier aufnehme auf dem Kopfhörer, ist es dann unfassbar laut und wenn ich den Kopfhörer dann wegnehme, ist es normale Stärke. Also das, was für die Lautsprecher normale Lautstärke ist, ist dann über Kopfhörer und der Aufnahme ist das dann deutlich zu laut. Deswegen muss ich das dann immer so ein bisschen hin und her pegeln. Das heißt, wenn ich jetzt fertig bin mit der Aufnahme und spiele wieder normal mit Lautsprecher, muss ich es wieder laut stellen, weil ich sonst nicht mehr höre. Und in den Aufnahmen selber würde ich das jetzt so laut lassen wie normalerweise, würde man mich wahrscheinlich gar nicht mehr hören. Und ja, deswegen muss ich das immer so ein bisschen rumpegeln, deswegen muss ich dann immer Tontests machen. Auch weil gerne mal das OBS so ein bisschen abspackt und auf einmal tierisch laut ist oder tierisch leise ist. Deswegen mache ich grundsätzlich immer einen Tontest, bevor dann irgendwas komplett schief läuft. Und da bin ich eigentlich immer auf der sicheren Seite. Und deswegen stehe ich jetzt gerade hier und nicht mehr hier oben. Aber das soll ja nicht ganz sonderlich tragisch sein. Von daher machen wir weiter. Wir haben hier... Dämmerwald, Kampfhaustiere. Ach ja, stimmt. Ja, nicht wundern, das hier ist noch vom anderen Server. Das ist ja accountübergreifend. Das heißt, einer nimmt die Quest an und alle anderen haben sie dann automatisch auch. Die kommt aber von der Garnison, soweit sind wir noch annähernd überhaupt nicht. Aber die Quest hat vorher nicht gezählt, weil ich die Kampftruppe in der Garnison erst bekämpft habe und dann leider die Quest angenommen habe. Deswegen hat es für den Charakter dann nicht mehr gezählt, sie hinterher anzunehmen. Deswegen hat die jetzt auch noch im Rucksack, aber macht euch deswegen keinen Kopf, das passt schon. So, Braunwirbels Urkunde. Genau. Nee, das ist ja Westphal. Sprecht mit... Das ist Elmor? Hä? Wo sind denn die ganzen Quests hier? Wir hatten doch... Moment. Haben wir hier nichts mehr zu tun? Das ist ja strange. Ich erinnere mich, dass wir eigentlich noch ein bisschen mehr hier hatten. Aber gut, vielleicht liegt das daran, dass wir halt jetzt kein Menschlein sind oder keine Classic, kein Classic-Volk, sondern dass wir halt wirklich eine lichtgeschmiedete Draenei sind, die halt nicht von Anfang an hier unterwegs waren. Das kann natürlich sein. Da habe ich ja in der letzten Aufnahme schon erklärt, dass da gelegentlich mal ein paar Quests nicht funktionieren. Deswegen würde ich sagen, wir setzen uns jetzt auf den Flug, fliegen einmal zurück nach Sturmwind und geben das hier mal ab. Und ich würde sagen, dann machen wir uns auf den Weg nach Westphal. Und fangen da dann an mit, oder machen da dann weiter, eher gesagt. Gesagt vor allem. Gesagt. Ja. Ja, also ich habe jetzt inzwischen keinen, ich weiß nicht, war das ein Überleben? Oder, ja. Ich habe bisher noch kein Überleben-Jäger weitergespielt.
Ich habe auf Horde-Seite habe ich mir tatsächlich auch einen kleinen Jägerlein gemacht, aber ich habe aktuell viel zu viel in WoW zu tun, als dass ich dafür Zeit hätte. Ich hatte ja mit den Haustier-Dungeons angefangen. Hab da gestern noch ein paar Haustiere mühsam hochtrainiert. Hab dann gestern den Stratholm-Dungeon gemacht und hab auch das Special-Pet bekommen. Wenn man den Postmeister besiegt in einem Haustierkampf, bekommt man das Haustier Kokel. Das habe ich mir gestern geholt. Hier haben wir den guten. Da haben wir das Kokelchen. Hier mal ein großartiges Dankeschön an eine. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man da Let's Playerin sagen kann. Ich habe auch gerade den Namen nicht mehr im Kopf. Ich muss noch mal nach dem Namen schauen. Die Haustierkampf-Dungeon Guides macht. Und ich habe ja vorher einige andere gehabt, die haben nur so mäßig funktioniert, bis gar nicht. Viele musste ich mehrmals neu anfangen. Aber diese gute Dame, die hat da Guides gemacht und die funktionieren super. Das Blöde ist nur, ab nächste Woche, Mittwoch, kommt der Pre-Patch. Dann sind wir also keine Level 29 mehr, sondern dann sind wir wahrscheinlich irgendwie nur noch Level 10 oder Level 12 oder so, weil der Level-Squish dann kommt. Und dementsprechend wird dann natürlich auch unser Level niedriger sein. Also da dann nicht Wunder nächste Woche. Und da werden auch gravierende Änderungen an den Haustierkämpfen gemacht. Es werden Kombis abgeschwächt, wodurch dann die Dungeons wieder extrem schwer werden. Und sie dann auch schon gesagt hat, sie muss dann neue Guides machen, sie muss das dann aktualisieren, weil das Alte funktioniert dann alles gar nicht mehr. Und oh, hätte ich das gewusst, dass das mit dem Pre-Patch kommt, ich hätte viel früher mit dem Haustier-Ding angefangen. Ich meine, wie man hier bei mir nein, nicht hier. Wie man hier sieht. Nee, war das hier? Ah, hier. Wie man hier sieht, das sind alles die Erfolge für die Haustier-Dungeons. Also die Erfolge habe ich geholt. Die Grunderfolge hier mit den Höhlen des Weglangs, Todesminen, Stratholm, Gnomeregan, Schwarzfelstiefen, das sind die Haustier-Dungeons. Da gab es jedes Mal ein Haustierchen, wenn man das auf dem Herausforderungsmodus besiegt, oder halt in zwei Fällen ein Spielzeug, wenn man alle komplett abgeschlossen hat. Also der einzige Grund, warum ich diese Dungeon jetzt eigentlich nur noch machen muss oder müsste, ist wegen den zusätzlichen Haustieren, die man da bekommt, wenn man das halt regelmäßig macht. Und das muss dann halt jetzt leider warten, bis die gute Frau die neuen Guides rausgebracht hat. Dementsprechend mal ein riesiges Dankeschön an Amenitra. So heißt die gute Frau auf YouTube. Könnt ihr auch mal gucken. Ich kann euch gerne auch mal den Link unten mit reinsetzen, wenn ihr auch solche Hilfe braucht. Werde aber vorab die gute Dame erst fragen, ob das in Ordnung ist, dass ich ihren Kanal bei mir mal im Video hier verlinke. Und ja, dann könnt ihr da mal, wenn ihr Hilfe braucht, könnt ihr da auch nachschauen. Die Guides sind super. Also die haben bei mir tatsächlich direkt auf Anhieb funktioniert, während der ein oder andere Guide so gut wie gar nicht funktioniert hat. Also nur extrem selten. Und das ist nervig, vor allem dann, wenn diese Gefahr besteht, zu verlieren, relativ am Schluss ist, weil man zwischendurch, man darf sich nicht heilen. Und wenn man dann natürlich seine Counterpets verliert, die man halt wirklich für potenziell nur für diesen einen Kampf braucht und keine anderen funktionieren, hat man dann natürlich das rigorose Problem, dass man den ganzen Dungeon von vorne anfangen muss, weil man kann sich zwischendurch nicht heilen. Und daher empfiehlt es sich dann immer ganz gerne, ein paar Guides zu nehmen und Hilfen zu nehmen, die wo ja so gut wie zu 100% funktionieren und kein Risiko dabei sind. Am Anfang, in den ersten, ja, zwei oder drei Fights, ist das. Was? Was? Riesige Kanalratte? Willst du mich verarschen? Die habe ich überhaupt noch nie hier gesehen. Wo war ich stehen geblieben? So, ihr seid hier, um mir mit meiner Lieferung zu helfen? Sehr gut. Man sieht sich. So, Sturmlanzes Lieferung. Die Sturmlanzen sind ein geachteter Zwergenclan und bekannt für ihren feinen und kritischen Geschmack. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Gringer Sturmlanzer, ein Gebirgsjäger aus Eisenschmiede, mich beauftragte, ihm eine Waffe zu schmieden.
Die Waffe ist fertig, aber Gebirgsjäger Sturmlanz ist weit weg am fernen Loch Modan. Wenn ihr ohnehin vorhabt, nordwärts zu reisen, könnt ihr ihm dieses Päckchen mitbringen? Meine letzte Nachricht von Gebirgsjäger Sturmlanze besagte, dass er im nördlichen Wachturm des Loch Modan stationiert ist. Die Ziele, bringt das Päckchen zu Sturmlanze, zu Gebirgsjäger Sturmlanze am Loch Modan. Loch Modan ist sehr weit weg. Ich nehme die Quest jetzt nicht an, weil wir nicht in diese Richtung wandern. Loch Modan befindet sich, also hier haben wir Dun Morok mit Eisenschmiede, hier ist die Hauptstadt der Zwerge. Und das Loch Modan ist nebenan. Das ist auch, das hier ist, sag ich mal, der Grund, warum das Loch Modan heißt, so wie Loch Ness, ne? Ist halt ein großer, großer See mitten im Dingens. Und hier irgendwo wäre der. Aber wir gehen ja praktisch nicht nach oben, sondern wir gehen ja nach unten. Hier nach Westfall und dann hier runter wahrscheinlich. Und dementsprechend ist das eine völlig falsche Richtung. Ich gebe jetzt halt die Quest ab, damit die uns nicht den Lock zumüllt. Und dann machen wir uns auf den Weg nach Westfall. Sill. So, jetzt muss ich überlegen, was hatte ich noch besprochen mit den Haustier-Dungeons? Ja, da nochmal ein ganz liebes Grüßlein und ich werde das verlinken, wenn es in Ordnung ist. Da die Folge jetzt ja sowieso. Oh, da haben wir auch noch eine Quest. Da die Folge jetzt sowieso praktisch erst am Montag rauskommt und ich ja schon, also heute am Donnerstag. Oder haben wir heute Freitag? Ich weiß nicht, Moment. Freitag. Also heute am Freitag, am Montag kommt sie erst, am Freitag nehme ich auf. Ich werde sie dann kurz anschreiben, werde fragen, ob das okay ist. Und je nachdem wird dann am Montag entweder der Link zu ihrem Kanal mit dabei sein oder halt nicht. Je nachdem, ob sie es erlaubt oder nicht. So. Hätte ich diese ganzen Guides nicht gehabt, dann, ich glaube, ich wäre niemals durch die Dungeons durchgekommen. Ich meine, so viel Geduld, da ewig lange rumzuprobieren, habe ich dann leider doch nicht. Deswegen, ich bin immer dankbar für Leute, die solche Guides machen. Weil vieles schaffe ich eben selber nicht oder ich habe nicht die Lust, nicht die Geduld, nicht die Lust. Zeit will ich jetzt nicht unbedingt sagen, Zeit habe ich ja eigentlich, aber halt eben weder Geduld noch Lust, da ewig rumzuprobieren, weil es kann mitunter extrem lange dauern. Und ja, hätte ich gewusst, dass jetzt nächste Woche mit dem Pre-Patch das Ganze so abgeändert wird, hätte ich schon viel früher damit angefangen, weil man braucht eben Wochen, bis man da fertig ist, weil man jede Woche nur einmal rein darf mit dem ganzen Account, egal wie viele Charaktere man hat. Und man bekommt dann eben nur ein Pünktchen oder eine Chance, aus einem Beutel halt ein Haustier zu kriegen. Und dementsprechend kann sich das echt lange ziehen. Ja, doof. Aber was soll's. Irgendwann werde ich auch da fertig sein. Ach ja, und falls ihr euch fragt, oh ja, man kann doch einfach die Dinger kaufen. Ja, die Dinger sind nicht handelbar. Die ganzen Haustiere, die man da bekommt, sind nicht handelbar. Steht auch mit dabei. Also man muss sie sich tatsächlich selber ausspielen. Und ich bin ein Sammler, ich muss dann halt auch alles haben. So, jetzt will ich aber hier nicht weiter rumlabern, sondern hier steht jetzt ein kleines Mädchen, weggeweht. Bitte, Tante, ihr müsst mir helfen. Mein Papa hat mir auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt ein paar Luftballons gekauft. Das beste Geschenk aller Zeiten. Sie sind magisch, wisst ihr? Und sie verlieren nie ihre Schwebekraft. Da gibt's doch nur ein Problem. Ein riesiger Windstoß hat sie mir direkt aus den Händen gerissen. Jetzt sind sie über ganz Sturmwind verteilt. Ich würde ja selber gerne hinter ihnen herlaufen, aber die Stadt ist so groß, dass ich mich ganz sicher verlaufen würde. Könnt ihr sie für mich einsammeln, bevor sie ganz weggeweht werden? Bitte? So, Wind möchte, dass ihr 5 entflohene Ballons in Sturmwind einsammelt. Ja, das ist eigentlich eine ganz einfache Quest, die jeder Level 1er eigentlich auch machen kann. Man muss nicht kämpfen, sondern man muss eigentlich nur durch Sturmwind reiten, laufen, flitzen, was auch immer. Und muss nach Ballons Ausschau halten, die irgendwo in den Ecken schweben und muss die eigentlich einsammeln. Guck, hier zum Beispiel haben wir einen. Und die müssen wir einfach mitnehmen, einsammeln. Und dann dem Mädel wieder zurückbringen. Diese Quest gibt es seit, oh Gott, ich weiß gar nicht, Cataclysm? Ich glaube, seitdem die Kampfhaustiere damals eingeführt wurden, die waren ja auch nicht von Anfang an dabei.
Die kamen, glaube ich, entweder erst mit Kataklysm oder mit Pandaria kamen die Haustierkämpfe mit dazu. War damals eine extrem umstrittene Änderung, wurde gerne mit Pokémon verglichen, wird es heute auch noch. Ist wahrscheinlich auch daran angelehnt, aber es ist einfach eine super geile Nebenbeschäftigung, die ich echt, glaube ich, wenn ich Classic spielen würde, die ich, glaube ich, echt vermissen würde. Es ist eine super Nebenbeschäftigung, auch das Sammeln, weil es sind jetzt halt nicht nur 100 Haustierchen generell im Kom... Da liegt Ena und pennt. Es sind halt jetzt nicht nur 100 oder 200 Haustierchen im ganzen Spiel, so wie es halt zu Classic-Zeiten oder zu Lichtkönig-Zeiten, wo ich angefangen hatte, auch noch war, da mal ein Haustier zu bekommen. Das war eine echte Sensation und eine Seltenheit. Wenn man dann natürlich ein Haustierchen hatte, dass es durch einen Erfolg gab, dass du so und so viele gesammelt hast, war das natürlich noch ein Highlight schlechthin. Und als dann die Kampfhaustiere eingeführt wurden, gab es ja dann auch die Haustiere, wo du fangen kannst. Es gab halt die Sammelhaustiere, sie sind öfter gedroppt. Es gab überall, gab es irgendwo welche. Und ich habe jetzt mittlerweile 1100 und mehr, glaube ich. Ich bin jetzt gerade dabei, mir die 1000 Marken zu erspielen und zu erquesten für die größere Haustiertasche dann... Wenn Shadowlands rauskommt, demnächst irgendwann mal, das wurde ja jetzt verschoben, dann brauche ich definitiv eine größere Haustiertasche. Dann werden 1500 bald nicht mehr genügen. Und je nachdem, wie dann neue Kampfdungeons für die Haustiere oder so rauskommen, brauche ich vielleicht auch manches doppelt und dreifach. Und irgendwann wird mir höchstwahrscheinlich der Platz dafür ausgehen. Deswegen muss ich da jetzt so langsam anfangen, mal diese größere Tasche, dass ich statt 1500 dann 2000 Haustiere praktisch im Rucksack haben kann. Und da bin ich jetzt dabei, mir das zu erspielen, weil das kostet 1000 Marken. Das ist nicht ohne, das ist schon relativ teuer. Aber dann habe ich das zumindest und ich muss das echt mal machen. So, meine liebe Freundin, hier hast du sie. Habt ihr alle meine Ballons gefunden? Ah, das ist so super. Ihr habt es geschafft. Danke, Tante. So, wir haben Level 30 und einen neuen Talentpunkt. Gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Feuer, was? Guerilla-Taktik. Lauffeuerbombe hat jetzt 2 Aufladungen und die erste Explosion verursacht 100% mehr Schaden. Hydra-Biss, passiv. Schlangengiftfeuer, 2 Pfeile auf zusätzliche Gegner in der Nähe eures Ziels und der regelmäßige Schaden der Fähigkeit wird um 10% erhöht. Schlachten. 30 Fokus, 8 Sekunden Wiederaufladezeit. Greift alle Gegner in der Nähe mit einem Wirbel aus Schlägen an, die jedem Ziel 136 körperlichen Schaden zufügen. Maximal 3 Aufladungen. Ja, das ist halt jetzt die Frage, ne? Die Lauffeuerbombe hat dann 2 Aufladungen. Die erste macht 100% mehr Schaden. Ist natürlich super, wenn man halt aus der Entfernung hier... haben wir halt das Schlangengift, das halt für alle in der Nähe die Dot setzt. Also das Damage over Time, deswegen DOT, kurz Dot. Das ist einfach der Schaden, der mit der Zeit, wie zum Beispiel Vergiftung oder ein Fluch, der Schaden verursacht, die alle paar Sekunden dann Schaden macht. Oder im Nahkampf. Weil man muss bedenken, wir haben das Pet im Nahkampf, das ordentlich Schaden macht. Wir haben den Raptor-Stoß. Aber er ist halt eigentlich tatsächlich auf Nahkampf ausgelegt. Ich glaube, uns wird da nichts anderes übrig bleiben, als tatsächlich auszuprobieren. Weil ich kenne mich mit dem überhaupt nicht aus. Ich habe den noch nie auf Überleben gespielt. Ich würde sagen, wir probieren mal ein bisschen aus. Ich habe auch schon bei anderen Charakteren, habe ich auch schon ausprobiert. Man kann das auch ganz einfach ändern, wenn man einfach in der Hauptstadt ist. Weil manchmal hat man das Problem, da wirken 8 Sekunden Wiederaufladezeit nicht lange und dann am Ende ist es dann doch unfassbar lange. Da macht dann vielleicht doch mehr Sinn, das Schlangengift oder so zu machen. Weil das ist halt, ich weiß gar nicht, ob das auf alle in der Nähe. Ich nehme jetzt mal das hier und probiere das jetzt einfach mal aus. Und, ach, das ersetzt Zerlegen. Warte mal, ich mache das mal weg. Was war das noch? Ein weitreichender Angriff, der allen Gegnern vor euch 48 körperlichen Schaden zufügt. Ist aber nur eine Aufladung. Das sind 3 Aufladungen, hat zwar dann 8 Sekunden Aufladezeit, aber wir können es auch 3-mal nutzen.
für mehrere Gegner halt, ne? Das ist für einen Einzelgegner, das ist für mehrere Gegner. Ja, ich denke mal, ich werde das ein bisschen rumprobieren. Wird uns, glaube ich, also sowieso nichts anderes übrig bleiben, als das mal auszutesten. Und für diejenigen von euch, die jetzt ankommen und sagen, ja, probier das doch mit den Trainingsattrappen aus, so das hilft mir beherzt wenig, weil die stehen einfach nur da und machen nichts. Ja, das wird da eigentlich schon so passen. Oh, aber was wir tatsächlich mal machen könnten, guck mal, hier haben wir eine Magierin des Dunkelmondjahrmarkts. Ich kann euch eigentlich den Dunkelmondjahrmarkt mal zeigen. So, da haben wir hier, der Dunkelmondjahrmarkt kommt. Nehmt an unseren aufregenden Spielen teil. Gewinnt fabulöse Preise und erfahrt, wie es... Warte, ich nehme das mal an. Die läuft mir immer weg. Und erfahrt, wie es um eure Zukunft steht. Zögert nicht und ihr werdet diesen Gutschein gegen kostenfreie Gewinnlose und einen der weltberühmten Abenteuerführer des Dunkelmondjahrmarkts einlösen können. Mit ihm werdet ihr die Schätze, die ihr auf euren Reisen findet, leicht identifizieren können. Bringt euren Gutschein einfach zu Gelwas Rußgatter, der sich innerhalb des Jahrmarkts aufhält. Momentan befindet sich der Zugang vom Jahrmarkt oberhalb von Goldhain im Wald von Elven. Ja, da gehen wir jetzt auch hin. Ich weiß, wir können uns teleportieren, aber das Geld spare ich mir jetzt einfach. Wir sind hier eh nicht ganz so weit weg. Und dementsprechend huscheln wir da jetzt einfach mal hin. Und dann zeige ich euch das mal. Der Dunkelmondjahrmarkt startet übrigens immer am ersten Sonntag im Monat. Also das war jetzt der letzte Sonntag. Und geht dann auch immer eine Woche. Das heißt, Sonntag, entweder ist Samstag der letzte Tag und Sonntag ist es weg. Oder Sonntag ist dann der letzte Tag und montags ist es weg. Ich weiß es jetzt nicht gerade nicht genau. Aber da gibt es auch eine ganze Menge zu entdecken. Da gibt es Haustiere, da gibt es Reittiere, es gibt jede Menge Spiele, es gibt Weltbosse und Spielzeug und jede Menge Quests und erhöhte Erfahrungspunkte. Das holen wir dann uns auch noch. Da haben wir eine Stunde, kriegen wir dann, ich glaube, eine Stunde mehr Erfahrung. Und steigen dadurch noch schneller auf, als wir so schon machen. Dann es gibt Zylinder, mit der man den Ruf ein bisschen steigern kann. Also den Ruf gewinnen, eher gesagt. Es gibt da immens viel zu tun. Ich habe nur leider schon alles. Bis auf ein paar Kleinigkeiten. Ich glaube, bis auf ein paar kleine Haustiere, die aber, glaube ich, noch nicht mal kämpfen können. Ansonsten müsste ich, glaube ich, alles haben. Ich weiß nicht, ob jetzt die letzte Zeit irgendwas neu dazu kam. Wir schauen uns einfach mal um, schauen uns mal die Belohnungen an und schauen mal, was wir so machen können. Vielleicht macht es Sinn, noch mal was zu machen. Und ja, wir gucken einfach mal. Und jetzt startet auch bald. Ja, nächste Woche Sonntag startet auch das Halloween-Event hier. Und ich bin das erste Mal seit Anbeginn der Zeit. Das erste Mal seit Anbeginn meiner WoW-Zeit kann ich dem Halloween-Event ja, entspannt entgegentreten, weil ich habe letztes Jahr relativ gegen Ende der, des Events, habe ich endlich das Pferd gekriegt, das bei dem Boss droppt und dementsprechend habe ich nicht mehr den Druck, dass ich mit jedem Charakter die ganze Zeit den Boss machen muss, in der Hoffnung, dass das Viech endlich kommt. Oh, ich habe es endlich bekommen letztes Jahr, Gott sei Dank. Jetzt kann ich hier ein bisschen entspannter an die Sache rangehen. Zumal mir die Sprüche des kopflosen Reiters mittlerweile auch sowas von auf die Eier einfach gehen, weil man hört die einfach ständig, mehrfach am Tag. Man kann es irgendwann einfach nicht mehr hören. Dementsprechend, ich bin so froh, dass das durchgekaut ist. So, ach guck mal, da hat einer eine Kröte, die wo übrigens ein bisschen mehr als 300.000 Gold kostet. Ist mir zu teuer, ich brauche mein Geld für mich und habe anderes zu bezahlen. So, oh, Moment. So, der Dunkelmondjahrmarkt. Ja, kann ich euch vielleicht behilflich sein? Habt ihr einen Gutschein zum Einlösen? Ja. Willkommen beim Dunkelmondjahrmarkt. Dieser Gutschein ist gültig für 5 Gewinnlose und eine kostenlose Ausgabe des Abenteuerführers des Dunkelmondjahrmarkts. Habt ihr Gewinnlose angesammelt, dann werdet ihr mit mir sprechen wollen, um sie gegen wertvolle Preise einzutauschen.
Dank des praktischen Abenteuerführers werdet ihr wertvolle Gegenstände leicht erfinden und wissen, ob sich Sammler auf unserem Markt dafür interessieren. Also das hier ist Abenteuerführer, so rum. Und die Gewinnlose, das ist praktisch die Währung hier. Bleibt gut drauf. So, vielen Dank. Wir gucken mal, was der Gute im Angebot hat. Eine Dunkelmondwippe ist ein Spielzeug, haben wir noch nicht. Den Ballon haben wir, den Umhang haben wir auch. Ein Dunkelmondschwert, die Blume. 68 Platzbehälter ist das hier. Was ist das? Ein Starreitkolben. Wie sieht der aus? Kann man übrigens gucken. Ist auch schick, ne? Schick, schick. So, das sind alles nur Kleinigkeiten, die auch noch nicht mal als Spielzeug gezählt werden. Also das hier, die Dunkelmondwippe, ist hier tatsächlich ein der Spielzeuge, das wir noch nicht haben. Beziehungsweise, das ich noch nicht habe. Was haben wir denn hier? Ach ja, das sind die... Ich habe einzigartige Waren. Das hier sind die Erbstücke, mit denen... Mit dem Pre-Patch fällt ja auch der EP-Bonus davon weg. Braucht man angeblich nicht mehr. Redet mit mir. Hier haben wir... kosmetische, also das ist jetzt keine richtige Rüstung, sondern das ist alles kosmetisch. Kann ich euch mal zeigen, wie das alles aussehen würde. Man kann das hier probeweise anlegen. Und da sieht man hier, so würde das aussehen. Ist aber immens teuer, wenn man bedenkt, dass man täglich, ich weiß nicht, 8, 9 oder 10 Gewinnlose kriegt. Mehr ist das also nicht. Da sammelt man doch schon einige Monate, bis man komplett alles hat. Hallo. Hier haben wir auch noch eins. Wie sieht das aus? Ja, ist ein bisschen dunkler, ne? Also das wäre so ein Set zum Transmoggen. Da haben wir auch schon geguckt. Da gehen wir gleich nochmal gucken. Was haben wir hier? So, was haben wir denn hier? Bekannt, das sind Reittiere, bekannt. Mini-Zeppelin. Reittier! Oh, was? 1000? Alter. Ach, das ist, glaube ich, so eine Rakete, ne? Mini-Zeppelin, hier sieht man's. Hier sieht man es, das ist also, ich weiß nicht, so eine Art Rakete tatsächlich. Aber ich bin ehrlich gesagt, ich bin einfach zu faul. Ich bin einfach zu faul. Es ist eigentlich jeden Monat nur eine Woche. Man sollte es eigentlich zumindest die Dailies machen. Vielleicht mache ich die mit Agonis, wenn ich, oder mit irgendjemand, der hier irgendwo rumsteht, einfach nur die ganze Zeit. Und das dann macht eine Woche lang. Weil es ist halt ein Reittier, ne? So, dann haben wir hier, das haben wir, das haben wir, das haben wir und das. Das haben wir auch. Ach, das sind die Dunkelmond-Zeppelin und Dunkelmond-Panzer. Das sind sehr gute Kampfpads. Deswegen habe ich von den beiden tatsächlich auch 3 Stück. Und ich glaube, dieser Mini-Zeppelin, den gibt es auch schon eine ganze Weile. Ich erinnere mich, dass ich mal angefangen hatte zu gucken, zu sammeln. Aber dann irgendwie, ja, weil es ist halt nach einer Weile, wenn du hier alles kennst, es ist halt auch einfach das Gleiche. So, was haben wir hier? Glitzerpony. Glitzerpony. XXL. Für 15 Sekunden rufen Sprünge während des Reitens Feuerwerksexplosion hervor. Ja, ist halt Spielzeug, ne? Ist halt auch für eine Sammlung, so wie die Haus- und Reittiere, aber halt ein Spielzeug. Kostet 150, das müsste ich noch holen. War's das? Die 3 Sachen fehlen noch? Sieht so aus. Was haben wir hier? Ach, das sind die Minispiele. Ich kann mal schauen hier im Wildtierführer, ob es hier noch irgendwo... Ob es hier noch welche gibt. Ach, der Renn-Mini-Zep, das ist von einem Erfolg. Der Ballon-Murloc. Karl Aufsess. Okay, es gibt also 3 Ballons, die auch nicht kämpfen kann, wie man hier sieht. Das ist das, was ich meinte. Sind also nur Sachen, die wo dir eigentlich hinterher schweben. Was anderes ist das nicht. Und ich glaube, wenn ich da damit anfangen werde, dann wahrscheinlich doch eher fürs Reittier so langsam wieder. Weil es sind eben nur 7 Tage. Wenn man 7 Tage immer die Daily macht und so, irgendwann hat man dann genug. Also ich denke, das kann man sich geben. Aber der Karl Aufsess, wo ist der denn? Karl Aufsess. Hier ist übrigens, hier kann man übrigens auch, ne, hier sieht man schon,
Es gibt einfach so ein paar Sachen, wo man halt die ganze Zeit so am Rumspielen ist, einfach nur. Ist halt witzig, es ist halt witzig. So, dann haben wir hier einmal das Karussell, da können wir uns raufsetzen, kriegen EP. Ich brauche aber, glaube ich, Tickets für. Ein Ticketheft, bitteschön. So, das heißt, wir haben hier ein paar Tickets. Und nein, das ist kein, keins von dieser Währung. Das wären Lose, Gewinnlose. Das hier sind einfach nur Tickets, dass man sich da draufsetzen und Karussell fahren kann. Da setzt man sich dann drauf. Und dann sieht man schon hier, kriegt man einen Buff. 30 Minuten, 35 Minuten, 40 Minuten. Und wenn man da guckt, ist mit dem Dunkelmond-Karussell oder der Achterbahn gefahren, Erfahrungs- und Rufzuwachs um 10% erhöht. Es gibt also für eine Stunde ein bisschen mehr EP. Das heißt, pro jede Stunde können wir dann hierher, können unseren Buff auffüllen. Und dann hat man da ein bisschen mehr Pünktchen, wo man dann kriegt, obwohl man sowieso schon genug kriegt hier, ne, um 100% erhöht. So, hier kann man... Ach, da ist auch nur das Ticketheft. Das gibt es auch noch nicht lange. Jedenfalls für mich persönlich noch nicht lange, als ich das letzte Mal, als ich das vorletzte Mal auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt war, gab es dieses Ding hier noch nicht. Man setzt sich einfach rein und dann passiert nichts. Doch, dann ist man halt hier tatsächlich in einer Achterbahn, wo dann halt tatsächlich auch hier der Buff, den man hier gesehen hat, wo der halt tatsächlich auch mit aufgefüllt wird oder erneuert wird oder auftaucht. Und ja, genießet die Achterbahnfahrt. Ich trinke derweil was und dann sehen wir uns in der nächsten Folge.